Hey, mein Werbepartner Fantasy Freak hat neulich das Display-Turnier veranstaltet zu Age of Overload und ich durfte mit Kommentator sein. Ich habe die VOD-Aufnahmen vom Twitch-Livestream freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, sodass ich jetzt hier raus coole YouTube-Videos schneiden kann und ich euch jeden Tag eine Runde zum Fantasy Freak Display-Turnier präsentieren kann. Und ich wünsche jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem heutigen Duell. Los! Ich finde auch den Topf der Gier auf den Gengar Storm, den Kopf ja, cool. der sieht sehr cool aus. Der sieht sehr cool aus. Was sagt ihr Leute? Soll ich PK oben einmal drehen oder ist das okay so für euch? Glaube, das kannst du so lassen. Ist Ja, gut. ne? So als würde man wirklich am Tisch sitzen. Da kommen gleich die erste Ulti geflogen. Ja. Sehr strong. Und es ist auch nur eine One-Off, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja nur eine One-Off. By the way, auch sehr schön. Beide von denen haben so schöne Kameraqualität. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich rufe nebenbei nochmal hier die Liste auf. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr angenehm. Stark, stark, stark. Ganz, ganz, ganz stark. So, mal gucken. Da kommt schon die erste Impulm geflogen. Was? Ich glaube, da hätte ich tatsächlich die Impulm. Weiß ich noch nicht, ob ich da die Impulm geschmissen hätte. Ich glaube eher nicht. Aber mal gucken. Okay, dann kommt Altenker, kannst du Minecraft. es ihm übel nehmen? Der muss später noch mehr Geld ausgeben. Der will wahrscheinlich noch die Cherubini in Quarter Century haben. Stimmt, die kommen ja jetzt auch, ne? Die Ja, es kommen sieht ja auch jetzt sehr auch. hübsch aus. Ja, total. Die sehen wirklich super hübsch aus. Die sehen wirklich sehr, sehr hübsch aus. Okay, sehr gut. Und da ist Starlight, ne? Das ist er, natürlich, das ist Ja! Starlight. Da haben wir den Starlight. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, sieht schon schick aus. Das hier wird nochmal extra gezeigt, hier schön in Secret Rare. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Okay. Dann wird einmal gebinisht. Unser Clock. Um uns. Nein, keine Glock weiterzufügen, das darf er nicht. Um uns wahrscheinlich, genau, ganz klar, ganz klassisch, die Silent Boots hinzuzufügen. Dann kommt natürlich unser Tormskells aufs Feld, Tormskells Effekt. Wirft die Trap ab, die auch gleichzeitig dann wieder eine Reborn ist. Und holt sich, Boots. Starlight Express, Nicht Boots, ja. sondern die Glows. Die Glows Ja. werden in den Friedhof gelegt. Dann kommen die Boots Specials an. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und dann kommt unsere erste Exit-Beschwörung. Gehen wir in Levia? Sehen wir den Levia? Ja, wir sehen die Levia-Drachen. Was ist Sehr das? Ist cool. das Ulti oder was ist das? Ja, Ja, das ist natürlich Ulti, ist natürlich, das ist Ulti, Ulti. natürlich. Die Vedra holt natürlich unsere Glock zurück. Dann aktiviert sich selbstverständlich natürlich unser Rusty. Wir können einen vanishen, können einen wiederholen. Die Glows kommt wieder. Und jetzt wird wahrscheinlich gehen wir auf Breaksword. Ja, das ist ein Und Breaksword. das ist Breaksword-Effekt, beziehungsweise der poppt dem Breaksword, der Breaksword stirbt, Breaksword-Effekt. Der holt jetzt zwei wieder, die sind beide Level 4. Und damit wirst du sehr wahrscheinlich dann in Raiders Knight gehen. Oder kommt jetzt der Raiders Knight? Wahrscheinlich, ne? Ja, das, oder nee, nein, geht er nicht. Er geht in den guten Negator. Der Dark Negator. Der, oh, wie heißt denn der jetzt?
Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst den. Der kann ein Evil Swarm. Ist eine Evil Swarm Karte. Evil Swarm. Ophion? Oder wie hieß der? Nee, Ophion nee, war der andere. Evil Swarm, ich weiß nicht. Der kann auf jeden Fall negaten. Nightmare, danke schön. Nightmare, genau. Evil Swarm Nightmare. Danke. So, der Evil Swarm Nightmare, ich meine, nee, da war, glaube ich, ein Book of Moon. Ich glaube, das war ein Book of Moon. Zwei Books, sagt. Genau, zwei Books, genau. Ja, der, auch nicht schlecht. Der kann einen abhängen und der kann dann einmal einen Book of Moon haben. Wir sehen ein Die. Der kommt wirklich immer unerwartet. Also die Karte, der Kartenname passt. Oh, da habt ihr euer Ricker. Wirklich Ricker. Da habt ihr euer Ricker-Match. Phantom Knight versus Ricker. Und da wird gleich mal zugeguckt. Okay. Mal gucken, was hat, wie viel Power hat Ricker jetzt? Wie viel Power hat das Ricker-Deck? Ja, Lokai, overpowerste Karte aller Zeiten. Braucht nicht mal einen Effekt. Ein Nicht-Effekt-Monster, was super stark ist. Schon witzig irgendwie, ne? Ja. Aber es sind ja noch ein paar Handkarten da. Also von daher, theoretisch, vielleicht ist ja noch was mehr da. Also, wäre natürlich auf jeden Fall gut für den Ricker-Spieler. Oh nein! Lies mal Sun zieht rückwärts. Diesen, nein! Die Prophezeiung. Dass es nicht einen Turnskip, ne? Macht er nicht, nein. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber. Naja, er hatte noch ein Book of Moon Life, ne? Wird schwer für ihn. Das ist. Oh! Die Princess kommt? Okay. Der Princess muss aufpassen. Oh ja, da kommt halt das zweite Book, ne? Oder? Ja. Oder? Die Princess darf halt nicht in den Friedhof gehen. Wenn die Princess in den Friedhof geht, dann hat er auch hier nochmal die Negation am Start. Ja, der Nightmare war halt echt gut. Eine komplette Shutdown gemacht hier. Ja. Okay. Okay. Der Ricker-Spieler ist noch nicht tot. Der kann noch spielen. Okay, cool. Mal gucken, was der Ricker-Spieler jetzt noch auf die Beine stellt. Da kommt eine weitere Prinzessin. Mal schauen. Dann noch mehr kommt. Wahrscheinlich wird mit der Prinzessin jetzt auf Diras, ich glaube Diras, ne? San Avalon Diras gegangen. Ja, genau. Da kommt unser Baum. Und da wird noch eine Karte kaputt gemacht. In dem Fall ist es das Schwert. Gibt ab, okay. Gibt einfach. Das ist nicht viel. Nee. Das ist absolut. Und er hat jetzt Sword im Friedhof. Er kann Rockblade einfach banishen, um sich wieder was zu holen. Und das sieht sehr gut aus. Stimmt. Jetzt hat er. Stimmt. Jetzt kann er ja nochmal schießen. Jetzt darf er ja nochmal schießen durch den Rusty, weil ein Phantom Knight in seine Zone beschworen worden ist. Das ist Petitö. Ach, danke. Tsuchinoko! Tsuchinoko. Mal gucken, was er trifft. Wobei, man muss ja sagen, bei der Schutzunoko ist ja eigentlich egal, was getroffen wird. Ne? Selbst ja. Wenn sie selber getroffen wird, die ist ja eigentlich nur gut.
So, also je nachdem, was du jetzt noch auf der Hand hast, aber eigentlich, die ist ja eigentlich nur gut. Ein Talents wird getroffen. Das tut weh. Das ist schon Das, Aura, ja. das Talents will man, glaube ich, nicht abwerfen. Ich glaube, das Talents will man nicht abwerfen. Aber man muss dazu sagen, er kriegt jetzt natürlich auch noch ein Draw One, ne? Irgendwie liebe ich es, Leuten zuzugucken, die mit ihren Pet-Decks spielen. Es sieht auf jeden Fall jetzt schon sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Vom PK ist jetzt auch echt stark, ne? Von Also mit dem PK, neuen ja. Stuff. Total. Aber bisher sehen wir sehr viel PK. Wir sehen keine Karte, die nach 2020 gedruckt wurde. Ja, und davon gibt es einige. Da gibt es Ja. noch, da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Und davon haben wir noch gar nichts gesehen. Oh, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Ah, ein Wow, Unicorn, natürlich! Unicorn. Und das Droplet wird. Ultimate Droplet. Schick, 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 schick. Droplet wird abgeworfen und eine Karte wird zurückgemischt. Das war die Prinzessin, ne? Genau, das war die Prinzessin. Das war die Prinzessin. Und theoretisch hätte er es auch Zugang auf Access Code. Natürlich. Wann kam PK raus? PK, was war es? 2017, 2018, die ersten Karten? Ja, um den Dreh. Ich glaube, es ist 2017, 2018, so um den Dreh. Ja, das könnte hinkommen. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, wann genau. Aber so um den Dreh kann es sein. Das stimmt. Die Townscales kommen wieder natürlich, na klar. Eine weitere Normis haben von den Townscales und jetzt wird schnell gespielt. Jetzt wird schnell gespielt. Ist das ein Dark Rebellion? Was ist das? Nee, das ist Ach, das ist nochmal ein Raiders Knight? genau. Ja. Ja, okay. Jetzt kann er natürlich hier Karten zerstören. 2016 waren die sogar, okay. Ah, 2016. Jetzt ist das Riders Knight da. Ja, jetzt hat er den OTK. Jetzt hat er den OTK. Durch den Exceed Dragon, der kriegt das ATK in Höhe der Gesamt-ATK Ja, aller der hat jetzt Monster auf dem irgendwie Feld. 16.000 oder Genau, der sowas, kriegt ATK in Höhe aller Monster auf dem Feld und darf dafür angreifen. ey. Aber ist Und auch der Einzige, der angreifen darf jetzt, ne? genau, das ist der Einzige, der angreifen darf, kriegt aber den ATK aller Monster auf dem Feld. Und das Krass, heißt, ja. der geht Das jetzt ist Game auf. 1. Ja, das ist Game 1. Cool. Ja, mega. Mega. Also wir haben gesehen, PK macht einiges. Mir gefallen die Matches PK heute. macht einiges. Und unser Rika-Spieler durfte leider noch nicht so spielen, Der hat ja wie noch er nicht eigentlich gespielt, spielen ja. möchte. Der kam noch nicht dazu. Aber vielleicht jetzt in Game 2. Rika wird anfangen, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube nicht, dass er PK anfangen lassen möchte. Also von daher, wir werden jetzt, denke ich mal, ein vernünftiges Rika-Board sehen. Wollen wir mal schauen. Aber was mich gewundert hat, wir haben keine Feedspell gesehen, natürlich. Und Feedspell hilft natürlich extrem dem Rika-Deck, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. 2016 kam PK echt raus, krass. 2016. Kam Stimmt. die zusammen mit hier mit Dings raus? Mit hier, wie hießen die? Hier, diese Arsenal Falcon und wer, wie hieß das Deck nochmal? Stimmt, der Townscales, der kam, nee, doch, doch, Raid Townscales. Raptors, war das das gleiche Set wie Raid Raptors? Ja, ich glaube ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Dann stellt die circa die englischen Karten auf Market. Englischen Karten kommen wahrscheinlich jetzt im Laufe der Woche, Mittwoch, so um Ja, den. Donnerstag kommt das Set raus, ne? Ja, Donnerstag kommt das Set Ja, raus. aber Vorverkauf machen wir schon. Ja, das ist ja entspannt. War Phantom Darkness nicht das Set von 2008 oder so, noch Ende von der DX-Ära? Ja, Phantom Darkness Das war ja war mit Dead, ne? 2008, ja, Das mit war ja, DRD. Meiner genau. Lieblingskarte. DRD Ja. ist meine absolute Lieblingskarte. Sieht ja auch sick aus. Und daher. Das war ja, da kam ja ganze Jubel-Stuff raus und alles. Genau, da war Jubel. Und jetzt kommt ja wieder das no eine Neuauflage Phantom Nightmare. von dem Ganzen.
Ja, jetzt nicht so metastark wie Age of Overlord, ne? Aber ich finde. Aber wir kennen ja noch nicht alle Karten aus dem Ja, Set. das stimmt, aber hier die Jubelkarten finde ich auch schon echt cool. Also, das ist ein nettes Fun-Deck wieder, aber das ist Ja. Super Politobo. ja. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Mal Seekers gucken. of Eternity kam Raid Raptors 2015. Ja. Ach, spannend. Spannend, spannend, spannend. So, was? Lass uns mal auf die Decklisten gucken. Was kann Rika Seiden? Die können Seiden. Ja. Ich hätte eine Idee, wie sie Seiden. Mal gucken. Auch der Phantom Knight-Spieler ist bestens aufgestellt für Game 2. Ja. Bestens aufgestellt im Sideboard. Das kann ich dir leider nicht sagen. Schreib mich da nochmal auf Discord persönlich an, da kann ich dir später mehr zu sagen dann. Das neue Set auch Support für PK. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wenn du Horus als PK-Support ansiehst, dann hat Age of Overlord auf jeden Fall PK-Support. Ja, das stimmt. Also Und indirekt. wir starten schon wieder mit einem Anatol-Deck. Lokai, jawohl. Und diesmal darf er liegen bleiben. Diesmal darf er liegen bleiben und wird nicht schon wieder zugebuckt. Ja, das Und ist voll Kombo. da ist wohl Combo. Sofern keine Interruption kommen, ist das richtig. hätte heute entweder fast mit Labi oder Plunder Runic mitgemacht. Was hätte euch mehr gefallen? Also vom Sch Zugucken wahrscheinlich eher Plunder Runic, weil ich mag Plunder. Plunder finde ich so lustig. Ja, Planar Runik, allein vom Zugucken von der Unterhaltung auf jeden Fall Planar Runik. Dass es kein einziges Labi-Deck gab, ne? Also ich hätte Labyrinth aber auch voll gefeiert, Ja, vor allem mit der tatsächlich. neuen Karte, Arias ist auch sick. Ja, also dass wir wirklich kein Labyrinth haben, finde ich beeindruckend. Hätte ich nicht Ja. mit gerechnet. Tatsächlich. So. Okay. Ach stimmt, im Phantom Knight mit den ganzen Goblins. Ja, die kann man vielleicht mit Ja. PK zusammenspielen, wenn man möchte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die sind ja auch alle Level 3. Ja, Und die da, sind oder ziemlich Burning gut. Abyss. Ja. Die Goblins sind lustig, ja, die mag Ja, auf ich. die Goblins habe ich richtig Bock, da freue ich mich drauf. Das wird auch ein Deck, was ich mir auf jeden Fall holen werde. Ich finde cool, dass das neue Lore ist, hier mit Diabels da. Man denkt sowas richtig serious und dann kommen so Goblins dazu. Die gehören ja zu ihr dazu, ne? Ja, die Goblins sind cool. Die Ja, Goblins sind sehr, sehr cool. gefallen mir auch echt. Okay, wir sind jetzt tief drin in der Rega-Kombo. Ja. Da liegt auf jeden Fall jetzt einiges. Der Da kriegt doch jetzt liegt. Life Points, was immer sehr gut für Time ist, ne? Und da liegt vor allem eine Jasmin, die auch wieder ordentlich Quatsch machen kann. Da wird auch schon die Borea gesucht. Das heißt, wenn eine Borea da ist, ist wahrscheinlich der Regulus nicht weit weg. So. Da kommt die Borea aufs Feld. Mal schauen. Nice. Nice. Sehr cool. Ist das Lone Fire Blossom? Jetzt auch ein Quarter Century. Mal gucken, was LFB jetzt macht. Ich meine nur, LFB ist schon sehr stark und LFB gibt natürlich einige Chancen, wieder hier auch ins Spiel zu kommen. Wobei, man muss sagen, LFB hat nicht wie im Edison-Format Prio. Hier muss man LFB noch brav ansagen. Und da kommt auch schon der Regulus. Das Board wird fast unmöglich zu brechen, ey. Ohne Interruption. Das wird interessant. Aber ich bin gespannt, was er mit LFB hervorhat. Was kann er holen mit LFB? Hat er schon? Ja, genau, er ist ja schon mit Puh. Oh, er nutzt LFB gar nicht für Effekt, sondern er geht einfach in noch eine Jasmin Und rein. er hat Petal geholt, wurde gerade gesagt. Damit. Aber er hat die LFB doch weggelegt, oder? Okay, vielleicht habe ich es gerade auch nicht mitbekommen. Aber auf jeden Fall, er geht in noch eine Jasmin rein und hat jetzt auf jeden Fall noch Blinzes. Er hat die Negation im Friedhof.
Das ist sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. Und jetzt holt er sich auf die Hand eine Rika Ferry, ne? War doch, glaube ich, Rika Ferry, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, ja. Glaube, das war eine Rika Ferry. Und da wird eine Mutter, sie heißen, glaube ich, alle Rika Ferry, ne? Heißen nicht alle so? Mudan, the Rika Ferry, wird da spezial beschworen, indem ein Pflanzenmonster als Wut angeboten wird. Hat sich Snowdrop gesucht. Gerade, glaube ich. Ja, das kann sein. Das kann sein. Okay, und gesucht wird sich hier ein Rekaschid, was natürlich ziemlich, ziemlich gut ist, weil er einfach ein gegnerisches Monster targeten kann, tributen kann. Und das stört dem Phantom Knight Deck natürlich extrem, weil die sind darauf angewiesen, zwei Level-3-Monster natürlich aufs Feld zu bekommen. Und wenn die das nicht schaffen, dann ist es für Phantom Knight schon ziemlich, ziemlich böse. Und wir dürfen nicht vergessen, boah, wir haben auch noch den Monster-Effekt Negation im Friedhof gerade. Der ist alive. Der ist alive. Und jetzt. Glaube ich auch, ja. Ich glaube, Das da Game ist PK durch, kann nicht ja. viel machen. Also, je nachdem, was da natürlich noch kommt. Vielleicht sehen wir jetzt gleich einfach Darkcooler plus Raigeki oder Lightning Storm oder Darkhole. Das ist ja natürlich super witzig. Aber das sieht schon nach einem verdammt starken Board aus. Das sieht schon nach einem verdammt starken Board aus. Was wir nicht vergessen dürfen, selbst wenn ein Darkcooler oder irgendwas kommt, wir haben das Sheet zum Tributen und können dann einfach weitermachen. Ne? Und jetzt haben wir auch noch Field Spell. Und das ist natürlich richtig krass, weil die Cone ist einfach sau stark. Die ist einfach super, super stark. Egal, also Rika ist ja richtig Endboard-Simulator, ey. Ja, auf jeden Fall. Auf Alter. jeden Fall. Und zusätzlich haben wir noch eine Queen Sirena sitzen, die vermutlich gleich weggelinkt wird, genau um jetzt einen Tree Beast Hypitron wahrscheinlich zu holen. Um einen weiteren, genau, da kommt er, den Tree Beast Hypitron, um einen weiteren Negation zu haben. Um jetzt auch ein Monster anzuhängen, um Monster-Effekte zu negieren zu können. Oh, das wird schwer. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Das wird sehr. Oh, jetzt kriegen wir die Rose auch noch. Er darf nur noch eine Spell craften. Oh, okay, das ist durch. Okay, das wird super schwer zu brechen. Ja, Das super wird schwer. Ich glaube nicht, dass das super möglich schwer. ist. Also. Wir haben auch noch die Rose dazu. Wir haben den Regulus, wir haben das Monster Effect Negate, wir haben das Beast und die Rose aufsammeln. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz schwer für den PK-Spieler, das tatsächlich da irgendwie durchzuspielen. Also interaktiv ist das Ding auf jeden Fall nicht. Aber wir Alter. haben auch tatsächlich keine. Was ist das? Was liegt da jetzt? Da liegt, glaube ich, ne, eine Queen. Das müsste eine Queen sein. Er kann machen, was er will. Ich glaube nicht, dass er Das ist eigentlich durchkommt. egal. Ja, das ist jetzt eigentlich vollkommen egal. Ich glaube, an seiner Stelle macht es Sinn zu scoopen und einfach zu. Er geht rein. Er geht rein. Aber er darf keine weitere Spell mehr Und da aktivieren muss jetzt. ich einmal unterbrechen, weil Regulus nicht zerstört Okay, und auch nicht die der. Aktivierung annulliert, bleibt der Sarkophag liegen. Ah. Negiert doch Negiert er nicht nicht, oder weil es nicht negiert die er? Aktivierung annulliert. Negiert Nee. nicht den Search und sowas, bleibt liegen. Ja, Das bleibt liegen. Aber kann kennt die er, das Karte macht an sich nichts. ja negieren? Ja. Also, dass er sie erst gar nicht spielt. Aber offensichtlich geht es durch. Okay. Einfach. Nee, das wird negiert dann, den Fockblatt, okay. Aber der geht dann auch nicht in den Friedhof. Das war der Weil der Abwurfeffekt, zerstört ja ne? nicht. Jetzt. Zerstört nicht, also bleibt einfach auf dem Der Feld. genau, der bleibt Ist in einfach der Permaspawn. da. Ja, den Sarkophag sollte er viermal pro Zug aktivieren können, Also ich trotzdem. bin super gespannt, wie er da durchspielen möchte.
Was war das? Das war eine. Ich glaube, das war eine Townskills. Sarkophag ist auch so eine geile Karte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und schön im Quarter, siehst du das? Na klar, na klar. Wenn dann richtig hier, ne? Wenn dann richtig. Dass du die viermal benutzen kannst in einem Turn, das ist so krass. Das ist so dumm geschrieben. Also viele der Karten sagen ja einfach einmal oder manchmal zweimal und da steht einfach viermal drauf. Das ist Und so. das ist der Happy, ne? Ja, das ist Ja, der genau. Affe, ja. Das, oh, wer ist das? Das ist Happy, ja. Man kann es manchmal so schlecht erkennen. Ich glaube, das ist dieser Affen-Super-Rare von den Horus. Ja. Und das ist Amset, ne? Ja, das ist Ansehen. Ja, ohne Quarter Century, ne? Natürlich, Ja, na natürlich. klar. Das ist der Bling-Bling-Blitzerboy. Ja, die Karte spielt man ja auch auf 3. Ganz klar. Mal gucken. Und jetzt kommt das Sheet. Er kann ein Monster vom Gegner tributen. Was er dann wahrscheinlich gleich noch tun wird. Ich bin gespannt. Was kann unser Phantom Knight Horus-Spieler dagegen noch tun? Einen gegnerischen Tisch wegwerfen. Ist auf jeden Fall eine Idee. Vielleicht. Hier wird auf jeden Fall diskutiert. Es wird ein Monster tributet. Es wird ein Monster übernommen. Okay. Und damit hat er keine. Scoop, ne? Oder? Er hat keine Monster mehr. Ja, das ist Ja, Scoop, oder? das, Ja, das ja. ist. Es war klar, also an der Stelle. Ja, nach so einem, was willst du dagegen machen? Mich hat es eh ein bisschen gewundert, dass er überhaupt noch. Also ich meine, ich finde es gut, dass er überhaupt versucht, Kannst du weiterzuspielen. schon. Aber hinsichtlich der Time wäre es wahrscheinlich Ja, was, sinnvoll gewesen. der Boy wollte einfach nur seine Quarters Arousal zeigen. zeigt nur eine Kreatur Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Macht ja aktivieren auch Sinn. Ich und meine, wenn aktivieren ist man nur auf schon dem mal im Feld. Feature Match sitzt und so schöne Karten hat, dann will man die ja auch zeigen, ne? Ja, auf jeden Fall. Von daher, das ist schon okay. Und wir haben jetzt die Informationen, das volle Deck hier. Wir spielen gegen Phantom Knight Horus. Natürlich, aus spielerischer Sicht macht es vielleicht sogar Sinn, dem Gegner nicht zu zeigen, dass man Horus spielt, sondern dem Gegner in den Glauben zu lassen, dass er nur Phantom Knight spielt. Ne? Um natürlich zu wissen, okay, ich habe noch eine Horus-Engine, die kann ich jetzt hier einfach als Überraschung nochmal droppen. Ich hoffe, Der er vergisst Gegner. nicht, sein Happy noch ins Deck zu packen. Oh ja, oh ja. Jetzt gehe ich mal kurz rein. Da liegt noch ein Happy. Ja, Ach, jetzt hat okay, das. Jetzt hat gut. das. Okay. Wunderbar. Jetzt hat das. Perfekt. Perfekt. Aber Horus Phantom Knight an sich schon sehr, sehr stark. Also Ja. sehr, sehr stark. Und wenn das Deck mal loslegen darf, mit den ganzen Horus-Sachen, mit den Phantom Knights, immer nur der Abwurfeffekt vom Sarkophag, da sagen die ganzen PK-Sachen ja noch Dankeschön. Und von daher, das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Einfach gute Info. Auf jeden Fall, Dennis, auf jeden Fall. Das stimmt. Es ist eine gute Info für den Riggerspieler hier, dass wir es mit Horus auch zu tun haben. Und gesagt, vielleicht wäre es schlauer gewesen, diese Info noch nicht zu droppen. Aber ich verstehe natürlich, dass man versucht, da auch zu spielen. Und stimme ich dir auch zu, Labiedo. Ich hoffe, so spricht man das aus. Oder Labiedo. Ich mag das sehr, sehr gern, die alte Horus-Karte. Das alte Horus-Boss-Monster war für damalige Verhältnisse auch sehr stark und ein bisschen doof rauszubekommen, ne? Die ganzen Ja. Level-Monster waren eine coole Idee. Ja, das stimmt. Die alten Horus-Sachen, wenn man da nochmal die in Ultimate holen will, in First Edition, da wird man sehr Oh, arm. ja. Das, die sind sehr, 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 sehr teuer. Aber auch sehr, 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 sehr hübsch. Das stimmt. Das kann ich jetzt nicht widersprechen. Die sind sehr hübsch. Dieses, also, die sind wirklich, wirklich cool. Genau, mit Level Up, ja. Ja, mit Level Up und so. Ach, das war so ein cooles Konzept. Ich wünschte, die hätten das ein bisschen dran innoviert und neu nochmal rausgebracht mit den Levelkarten.
Okay, aber wir sind jetzt beim Match Number 3. Wir sind, ne? Ja. Ja, wir sind schon im dritten Game. Und wir fangen wieder mit Tomburg an. Der Timer mag mich nicht. Ja. So. Und haben wieder das One-Off auf der Kralle, was natürlich ziemlich cool ist. Und wir können wieder starten. Auch Kristallung war ein Ulti. Uiuiui. Ulti ist einfach, Ulti ist so schön. Ulti ist auch einfach meine absolute Lieblings-Ulti. Ja. Und früher gab es ja jede Rare auch als Ulti, ne? Das war so cool. Wenn ganz alten Sets. Das stimmt. So, wir sehen hier Cherubini sofort, ne? Cherubini wieder. Was natürlich ziemlich, ziemlich gut ist. Und was. Oh, und jetzt kommt auch der Horus-Stuff dazu. Sehr gut. Jetzt sehen wir hoffentlich eine volle Combo. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Wenn wir jetzt hier Full Combo erleben. Und ich weiß nicht, was ihr alle dazu sagt, aber ich finde auch der Horus-Stuff, ich mag den einfach so, auch die neuen Karten. Ich finde den vom Artwork. Ja, ich mag diese ägyptische Ästhetik richtig, richtig gerne. Ja. Ich finde, das hat Yu-Gi-Oh! So ein bisschen verloren über die Zeit, weißt du? Ja, das stimmt. Also, in letzter Zeit waren mir leider ein bisschen zu viele kleine Mädchen in Badehose oder. Kleine Mädchen oder irgendwelche oder Roboter oder irgendwie sowas. So. Ja. Also, diese alten ägyptischen, so richtige Monster, ne? Richtige Monster wieder. Also, richtig boshafte Monster aus der Finsternis, dieses ägyptische Steintafel, Alter, das, also, ne, so die Monster aus, wenn wir mal die Monster uns angucken, ne, aus den ersten Sets und so, das waren nur richtige Monster, ne, da gab es noch keine kleinen Mädchen. Sag ich mal. Und also das finde ich, das hat Yu-Gi-Oh! Auch einfach ausgemacht. Ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und die Artworks, ich liebe sie. Ja. So, dass die machen, also das ist sehr, sehr nice. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Und wir sehen hier, PK hat richtig Dampf gerade. PK hat richtig, richtig Dampf. Und kann hier enorm gerade. Ja, vom Going First mit Horus können die richtig was aufbauen. Gerade loslegen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, das. Gehen wir jetzt wahrscheinlich wieder auf Livia. Livia, ja, ist klar. Ist klar. Livia. Effekt. Holt mir unseren Clock zurück. Können hier ordentlich Effekte machen. Auch aber hier haben wir anscheinend keine Interruption auf der Rika-Seite. Das Böse enden kann. Also es kann natürlich sein, dass der Nibiru auf der Hand ist, ne? Und der Nibiru dann fliegt. Weil aktuell ist auch hier der PK-Spieler nicht Nibiru-proof. Und das kann natürlich sein, dass da immer mal ein Nibiru geflogen kommt. Das dürfen wir nicht vergessen. Nibiru ist so die gruseligste Karte im ganzen Spiel. Wenn du den einmal kurz vergisst, ne, dann. Das kann ganz schön schnell böse enden, ja. Das kann böse enden. So. Aber wir gehen hier erstmal ordentlich in. Starlight Rare Apollosa! Natürlich! Na klar! Ich hab dir gesagt. Richtig teuer! Ich hab dir gesagt, das ist der Bling Bling Boy. Jetzt wird's richtig teuer, okay. An der Stelle sind wir natürlich Nip Proof. Nip vor 3 und wir sind natürlich Nip Proof hier. Strong. Strong, strong, strong. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Und jetzt haben wir natürlich hier ordentlich Power mit am Start. Wir haben Horus-Karten im Grave, ne, wenn ich richtig sehe. Er wirft nochmal eine ab. Kann sich jetzt was hinlegen. Kann sich was reinlegen. Und durch die Trap darf er sie natürlich banishen, um dann die Sachen wieder aus dem Friedhof zu holen. Was natürlich super stark ist. So. Da wird einmal. Wie ist das? Das sieht mir aus nach Tamutif. Ach, die haben aber auch Namen alle. Dumutif, ja. Dumutif, genau, Dumutif. Da wird einmal natürlich unseren schönen Zombie-Vampire geholt, der wir millen. Wir dürfen nicht vergessen, das kann für Rika auch ein Vorteil sein, ne? Ja, aber da ist eine Ash runtergefallen, ne? Das stimmt, da ist eine Ash runtergefallen. Und wir treffen
Ulti Tour Guides. Oh. Drei Tour. Ich sag dir, drei Tour Guides in Ulti. Wenn es eine teure Version von der Karte gibt, hat er die auf jeden Fall. Alter, das sieht sehr, sehr gut aus. Da ist wirklich Bling Bling am Start. Da ist wirklich Bling Bling am Start. Aber wie unglücklich, bitte drei Ulti-Tourers zu melden. Also okay. Ich würde ihn aus Prinzip immer gewinnen lassen, einfach nur, weil er so viel Geld für sein Geld ausgegeben hat, dass er den Win braucht. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich wieder der. Okay, ich kann es nicht sehen. Was ist das? Das ist wieder der. Das ist der Evil Swarm wieder. Wie viele müllt der Zombie-Vampir? Ich glaube, Zombie-Vampir will 5, ne? 5, 5. Ja. Sehr, sehr starke Karte. Mit 5 Karten? Das ist eine krasse Karte. Und zwar jeder mehlt 5. Ja. Alle mehlen 5. 4? 4. Sorry. Aber trotzdem, sehr, sehr starke Karte. Ja, sehr, sehr stark. Auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Boah, wir wurden innerhalb von 5 Sekunden 4-mal korrigiert. Sorry. Wir machen das hier gemeinsam, mit dem Chat zusammen. Genau, wir wollten nur gucken, ob ihr aufpasst. Genau, es war ein Test. Ihr habt gut aufgepasst. Sehr gut. So, was liegt da noch im Licht? Das kann man leider wieder nicht erkennen. Sehr schade. Die Karten sind erleuchtet worden. Jetzt kann man es in der Karte. Amset, dankeschön. Und das Secret Rare, perfekt. Oh mein Gott, ey. Das... Au. Oh, das sieht sehr stark aus. Das sieht sehr, sehr stark aus. Und das Ding ist, das Nightmare triggert nur bei Special Summons, ne? Deswegen bisschen doof. Ja, mal gucken. Mal gucken, was wir haben. Wir haben auf jeden Fall erstmal einen Baum. Und der Baum möchte seinen Effekt nutzen. Ist ja auch so lustig, er hat auf der Apollosa noch Kleingeld draufliegen. Das ist alles, was er noch übrig hat. Okay. Nach dem Deck hat er noch 12 Cent übrig. Okay. Da kommt ein Rika Kokon, wird gespielt, um wieder einen Genie zu holen. Ein Sonnensamen. Ist auch so, also die deutschen Namen sind einfach so witzig. Sonnensamen. Das ist einfach so, Alter, wer denkt sich denn den Mist eigentlich aus? Ah, stark. Ist auf jeden Fall stark jetzt. These Notes. Ja, vom, genau, gut. Vom PK-Spieler. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr gerade. 12 Minuten. 12 Minuten, ja. Die haben beide Decks, die sehr lange Turns haben, ne? Also. Auf jeden Fall. Trotzdem, der PK-Spieler ist einfach ein Vorteil. Ja, wir haben hier den Book of Moon-Effekt, wir haben die Apollosa. Wir haben Rusty, ja. Wir haben hier also so viel noch, was irgendwie möglich ist. Das ist schon stark. Also. Ich würde das, ich, wenn ich er wäre, ich glaube, ich sage ihm fürs nächste Match dann, wenn er spielt, dass er statt den drei Münzen für Apollosa dann 3x50-Euro-Scheine hinlegt. Weißt du? Das passt dann zum Deck. Okay. Die Fogblade hat er auch noch da, die natürlich aktiv ist gerade. Oh, also es sieht nicht also so gut aus für den Rika-Spieler tatsächlich. Also wie hier im Chat schon gesagt wurde, TTT würde wehtun, auf jeden Fall. TTT würde hier wirklich sehr wehtun. Das würde dem Rika-Spieler auf jeden Fall jetzt nochmal ordentlich helfen. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und das wird natürlich negiert von der Apollosa. Evely wäre jetzt krass, ja, aber... Ja, Evely wäre auch krass. Ist ja noch nicht live. Das war gerade eine Prinzessin, die sich aus der Hand aktiviert hat, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Drei Rolex als Token, ja genau. Und da ist der Scoop! Da ist der Scoop! Gewonnen! Ja, also das ist der Sieg für PK. Da haben wir den Sieg für PK. Ja, mega! Cool!
Also ich weiß nicht, was ihr sagen wollt, aber ich finde, die Matches heute sind echt cool. Also die Matches gefallen mir heute richtig. Das stimmt. Coole Decks. GG, GG. Wobei, wir können eigentlich fast immer festhalten, das Deck, das anfängt, hat jetzt fast immer gewonnen, ne? Naja, ja. Yu-Gi-Oh! Halt, ne? Leider momentan. Also, das müssen wir einfach festhalten. Das Deck, was anfängt, ich glaube, wir hatten gerade... Ja, hat eigentlich fast immer gewonnen, ne? Also, das ist schon stark. Guck mal, guck mal, er zeigt an die Kamera. Er zeigt da noch die ganze Starlight City. Yeah, disconnecten wir erstmal hier im Mensch. Sehr gut. Erstmal so ein kleines, erstmal ein dickes Auto haben hier, ne? Also, da liegt einfach ein dickes Auto gerade auf dem Tisch, so angefühlt. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, Mann. Sehr cool. Nächstes Mal.